Kommen wir mal zu den problematischen Dynamiken, die in komplexen Patchwork-Familien sich entwickeln. Eine komplexe Patchwork-Familie ist, wenn Katharina und Michael jetzt beschließen, hey, wir kriegen noch ein gemeinsames Kind. Und dieses Kind nennt man häufig Kit-Kind, ja. Und Kit-Kind wird es deshalb genannt, weil es nicht selten den Auftrag bekommt, ja, zum einen die Beziehung zwischen Michael und Katharina so ein Stück weit zu festigen und zum anderen auch die beiden Familienstränge miteinander zu verbinden, zu einer richtigen Familie, ja. Und manchmal, bei manchen Frauen, dient dieses Kind auch so ein Stück weit als Legitimation. Wenn ich mit dem Mann jetzt ein Kind habe, dann werde ich von seiner Familie oder von der Familie wirklich richtig akzeptiert und integriert. Anfangs mag das wirklich gelingen, ja, dass auch das Paar wieder ein Stück weit näher rückt, dass die Familie sich freut auf das gemeinsame Baby und das ist ja auch was Schönes und es macht auch wirklich Spaß, diese Entwicklung zu beobachten. Aber ich sage mal, für die Geschwisterkinder bedeutet ein zusätzliches Kind auch immer ein Verzicht an Liebe, ein Verzicht an Aufmerksamkeit. Das kennen wir auch aus Kernfamilien. Aber ich sage mal, in Patchwork-Familien, da potenziert sich das Ganze, weil zu diesem neuen Baby ist eben, da ist nicht nur ein neues Geschwisterchen gekommen, sondern da gibt es einen neuen Stiefelternteil, da gibt es Kinder, die er mitbringt. Ich habe jetzt Stiefgeschwister, muss mich mit denen auseinandersetzen und dann muss ich mich mit der neuen Situation der Patchwork-Familie auseinandersetzen und dann kommt noch ein zusätzliches Kind. Also eigentlich, auch ohne das Kind, brauchen Kinder wirklich viel Aufmerksamkeit in dieser Umbruchszeit. Und um denen gerecht zu werden, da braucht es wirklich ein gutes Organisationstalent, ja, ein gutes Zeitmanagement, ja, und auch Unterstützung von außen. Also da sollte man sich nicht zu fein sein, auch mal Freunde zu fragen, kannst du den Jakob mit aus die Kita bringen? Kannst du mit Emily Hausaufgaben machen? Würdest du mich hier 2 Stunden mal unterstützen, wenn die Großeltern in der Nähe sind? Super, wenn die Lust darauf haben. Manche freuen sich da richtig und gehen darin auf. Und dass es für Kinder natürlich toll ist, wenn es Familienmitglieder gibt, die das Ganze so ein Stück weit mit auffangen können. Und was auch ganz, ganz wichtig ist für diese Kinder, ist exklusive Zeit, die man ihnen schenkt. Und zwar nur Zeit, die man mit diesem Kind verbringt. Ja, ich sag mal Jakob, ja, der mit seinem Vater Michael 2 Stunden auf dem Fußballplatz verbringt und wo Michael auch wirklich sich intensiv, ganz aufmerksam in diesen 2 Stunden sich mit Jakob beschäftigt. Und wo er nicht zwischendurch sein Handy in der Hand hat, wo er nicht zwischendurch die E-Mails checkt oder Katharina die WhatsApp-Nachrichten beantwortet oder sagen wir mal jetzt, Katharina hat eine Tochter, Emily, und die puzzelt mit Emily, dann trägt sie nicht in der Zeit, wo sie mit Emily puzzelt, das Baby vorne im Tragetuch und wippt von einem Ende zum anderen immer hin und her und sie räumt auch nicht die Spülmaschine aus, sondern diese Zeit ist exklusive Zeit mit Emily. Und es müssen nicht 2 Stunden, es kann auch 1 Stunde sein. Aber wenn Emily merkt, boah, Mama ist voll und ganz jetzt hier für mich da, dann tankt Emily Mama-Energie oder Jakob tankt Papa-Energie. Und dann sind sie wirklich gut gekoppelt, gut gesettet in dieser Patchwork-Familie, kommen da wieder rein und sind sehr viel ausgeglichener, weil sie wissen, in dieser Stunde gehört Mama, gehört Papa mir ganz allein. Und da grätscht auch nicht der neue oder die neue Partnerin mit rein. Die wird dann auch nicht eifersüchtig oder die sagt dann auch nicht, ja, aber wenn du jetzt mit deinem Kind so viel Zeit verbringst, dann musst du mit meinem Kind genauso viel Zeit verbringen. So nach dem Motto, wir behandeln alle Kinder gleich. Auch das habe ich auch thematisiert bei dem größten Fehler, den fast jede Patchwork-Familie macht. Hör da ruhig mal rein, dass du diese Fehler nicht machst. Sondern diese Kinder brauchen wirklich Zeit. Zeit und Aufmerksamkeit und dafür sollte man alle Ressourcen und Hebel in Bewegung setzen, die man ja bewegen kann. So, und das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, ja, das seid ihr. Das bist du mit deinem Partner. Ja, ich sage immer, so eine Familie, die basiert auf 2 Säulen. Ja, die eine Säule bist du, die andere Säule ist dein Partner. Darauf kommt das Fundament, das ist eure Beziehung. Ja, und darauf dann das ganze Patchwork-Familienleben. Das heißt, du musst stabil und gesund sein, du musst voll in deiner Kraft sein. Das bedeutet, du musst für deine Bedürfnisse wirklich gut sorgen. Ja, 1 Stunde Mittagsschlaf, in die Badewanne gehen, meinetwegen auch jeden Abend, wenn es möglich ist.
Autogenes Training, eine Meditation, was auch immer du brauchst, nimm dir das, ja. Das kann man gar nicht oft genug sagen, denn wenn du in deiner Kraft bist, wenn es dir gut geht, geht es den anderen auch gut. Das Gleiche gilt natürlich für deinen Partner. Wenn ihr gesund seid, könnt ihr auch ein gesundes Fundament schaffen, dass da ist eure Beziehung. Wenn dass eure Beziehung gut läuft, wenn die wirklich genährt wird, wenn die Aufmerksamkeit bekommt, wenn ihr euch diese Zeit nehmt, dann ist dieses Fundament auch stabil und dann kann die alles Mögliche, was da oben bei der Patchwork-Familie passiert, tragen und aushalten und ausgleichen. Aber dafür müsst ihr stabil sein und dafür müsst ihr euch auch Zeit für eure Beziehung nehmen, ja? Denn die ist die Basis. So, und dafür solltest du dir nicht zu fein sein, sämtliche Ressourcen anzuzapfen, die es da so gibt. Aber das habe ich schon gesagt. Und wenn du noch mehr von mir hören willst, wenn du dich noch mehr interessiert, dann abonnierst du jetzt den Kanal und machst die Glocke an, dann verpasst du nämlich kein Video mehr. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.